Hallo Freunde, hi Gerald, schöne Grüße nach Wien. Hallo, beste Grüße zurück nach Deutschland. Derzeit kann ich ja nicht einmal nach Deutschland reisen, vielleicht. Dankeschön, Dankeschön. Bin Wie ist das eigentlich, Gerald? Jetzt haben wir den 30. März. Kommen die Mieten am Ende des Monats? Was denkst du? Also kommen Mieten oder ein paar nicht? Was ein denkst du? paar Mieten kommen, habe ich schon gesehen. Ja. Also ich habe heute schon mal geschaut, also ein paar Mieten sind schon da und am 30. sind noch nie so viele da. Aber meine Einschätzung ist, dass es sicherlich bei 10, 15% der Mieter vielleicht Stundungen gibt. Wir werden aber dagegen hart vorgehen. Also wenn, da muss jemand tatsächlich uns erklären, dass er von Corona betroffen ist, dann werden wir dem Zustimmung gemäß dem Gesetz, dass wir Stunden, aber Stunden heißt noch nicht aufgehoben. Da muss halt der Mieter dann eine Ratenzahlung nachzahlen. Und wir haben einen Restaurantmieter, der hat schon angefragt, dem habe ich einen Teil der Miete gestundet. Also das war einvernehmlich. Und wenn jemand seine Mietprobleme hat, also wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe meinen Job verloren, ja, ich bin nämlich Einzelhändler und kann nicht aufmachen und habe kein Geld, dann werden wir auf jeden Fall diesbezüglich Lösungen finden. Ja. Wenn aber Leute das ausnutzen, was bei solchen Dingen auch der Fall ist, Trittbettfahrer oder nennen wir es mal Leute, die sehr viel Geld haben und dann trotzdem sagen, ich zahle die Miete nicht, siehe einige Großkonzerne, dann werden wir das bekämpfen und nicht tolerieren und auch die Zinsen berechnen, die das Gesetz dafür vorsieht. Okay, wie viel Zinsen würdest du jetzt einem Mieter berechnen, der stundet? Ja, es gibt gesetzliche Verzugszinsen, die sind, glaube ich, definiert mit 4,2%. Allerdings, wie gesagt, nicht in Härtefällen. Also, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe meinen Job verloren, ja, wenn wir sagen, ja, zahl uns das in 12 oder 24 Monatsraten zurück. Okay. Also, man wird sicher, es kommt immer darauf an, wie der Mieter kommt. Wenn der Mieter sagt, ja, fuck you, ich zahle nicht, ich muss das aus, dann werden wir auch sagen, fuck you, wir werden dir wehtun. Wenn der Mieter sagt, ja, begründet, ich habe ein Problem, dann werden wir ihm helfen, das Problem zu lösen. Und Okay. das sicherlich auch unter dem Gebot der Menschlichkeit. Das heißt, wenn es Härtefälle gibt, dann auch mal auf die eine oder andere Miete verzichten und im Extrem und halt ansonsten die Dinge einen Rückzahlungsplan machen, der machbar ist. Okay, das hört sich auf jeden Fall nach einer fairen Angelegenheit an. Ja, die Und Krise betrifft alle und da müssen alle zusammenhalten. Aber wir werden sicherlich, wenn es jemand ausnützt, wenn wir das mit den härtesten rechtlichen Maßnahmen bekämpfen. Und es gibt leider in solchen Situationen genügend Trittbrettfahrer, die bei uns angefragt haben, manche meistens die, wo ich weiß, die haben ja Geld und die machen wir immer Probleme. Und da kämpfen wir mit härtesten rechtlichen Mitteln. hast du auch Gewerbeimmobilien oder nur Wohnimmobilien bei dir im Bestand? Also ich habe ein Restaurant, von dem ich schon erzählt habe, da haben wir schon Ja. eine Lösung gefunden. Und da habe ich auch angedeutet, wenn jetzt in 3 Monaten das Restaurant noch immer nicht öffnen darf, dann werden wir auch weiter eine Lösung finden. Also Ja. bei solchen Dingen sind wir durchaus gesprächsbereit und wir haben noch Arztpraxen und da hängt es halt davon ab, ob die offen haben dürfen und so weiter. Und auch sonst wird man dort sicherlich, wenn wir es mal, irgendeine Lösung finden müssen. Gibst du dann die Stundung weiter an die Bank, wenn du da eine Nein. Rate hast? Oder Nein. wie? Ich gebe sie nicht weiter an die Bank. Ich meine, Nummer eins habe ich für diese Dinge die Reserven. Also Ja. ich meine, der Aufwand ist allein viel zu groß und zweitens ist ja schon bei der Bank die Gefahr auch, dass man sein Rating verschlechtert wird. Manche Banken machen es nicht, manche schon. Aber ich habe, wie gesagt, derzeit plane ich nicht bei der Bank, um, nehmen wir es mal, Kreditstundungen anzusuchen, weil ja, wie gesagt, die haben auch Überschüsse aus den Immobilien, genügend, also da ist genügend Reserve da. Ja gut, auch weil wenn du auch eine Stundung beantragen würdest, dann gelten natürlich wahrscheinlich auch die gleichen Spielregeln, wie wenn ein Mieter bei dir das beantragt, hast du auch ein bisschen was Ja, wobei natürlich, Verpflichtungen, wenn ja. jetzt 80% der Mieter, die aufhören, 90% der Mieter die Miete zu bezahlen, also wenn das ausartet, dann wird man schauen müssen, wie man das handelt. Ja? Also das Ja. wären dann andere Situationen, also man weiß ja noch nicht, wohin die Krise führt. Aber aus Rechnest meiner jetzigen Hilfe werden wir das halt, nehmen wir es mal, im Einzelfall lösen. Die Sache ist Chefsache und je nachdem, wie die individuelle Situation ist, auch geeignete und nehmen wir es mal Maßnahmen setzen, dass man den Personen hilft und eben die Kot schlucken, so ist es halt. In Krisen muss man zusammenhalten. Denkst du auch, dass Wohnimmobilienmieten ausfallen werden? Also Ja, ich habe von Wohnimmobilien gesprochen. Ich schätze 10 bis 15%. 10 bis 15% schätzt du, okay, alles klar. Gut, wie schlimm ist denn die Situation wirklich? Also denkst du, das wird sich jetzt langfristig so ziehen? Oder gerade im Vorgespräch haben wir ja schon gesagt, der DAX hat sich ein bisschen erholt schon. Ist es schon vorbei, das Ganze? Und die Leute gewöhnen sich an den Zustand und die Welt funktioniert, wie es jetzt gerade ist, einfach langfristig? Oder wird es richtig schlimme
erst noch kommen? Also ich glaube, das weiß man auch nicht so genau. Also derzeit scheinen sich die Börsen von der Realwirtschaft eher abgekoppelt zu haben. Weil die realwirtschaftlichen Auswirkungen sind schon voll immanent. Ich meine, man kann sicherlich sagen, dass zumindest 20% der Weltwirtschaft jetzt für 2-3 Monate steht und dann sicherlich auch noch nicht zu vollen, wieder voll zurückkommt. Nehmen wir es mal Handel, Gastronomie, Tourismus, Hotels, Airlines, Teil der Automobilproduktion und so weiter. Baustellen sind reduziert. Die Arbeitslosigkeit ist überall auf Rekordniveau und das fast weltweit. Es droht auch der Zusammenbruch von Gesundheitssystemen in manchen Ländern, darunter auch in den USA. In den USA haben sich viele Leute Waffen gekauft. Und noch schlimmer ist es natürlich auch in den Emerging Markets, also in den Ländern, wo sie nicht das Problem durch Gelddrucken, durch die Notenbank lösen können und die daraus resultierende, nennen wir es mal, Finanzierung der Riesendefizite, der Budgetdefizite, mit denen dann die Hilfsprogramme für die Wirtschaft und für die Bevölkerung finanziert werden. Und da kann es durchaus sein, dass viele Emerging Markets Staatsbankrott anmelden und es dort zur Anarchie kommt. Der niedrige Ölpreis tut auch vielen Ländern nicht gut. Also ich glaube, es droht uns noch viel Ungewach und das Thema wird uns noch jahrelang beschäftigen. Natürlich, wenn jetzt ein Impfstoff gefunden wird oder ein Medikament oder ähnliches, dann kann es sehr schnell sein, dass sich das beruhigt. Aber ansonsten rechne ich eher damit, dass wir zwischen 8 und 12 Wochen Lockdown haben, je nach Land, der vielleicht in Teilbereichen etwas aufgelockert wird, zum Beispiel im Handel, wo man gesagt wird, okay, manche Geschäfte dürfen öffnen, immer 3 Leute im Geschäft maximal mit Abstand und vielleicht dürfen dann auch die ersten Restaurants öffnen mit Riesenabstand und so weiter. Ja. Die Grenzen werden das länger geschlossen bleiben und sollten dann die Infektionsraten wieder ansteigen, was zu befürchten gilt, dann kann es sein, dass es im Herbst nochmal Quarantäne gibt. Okay. Also das Jahr 2020 wird ein schwieriges. Und was hat das für Auswirkungen auf Europa, vor allem jetzt Deutschland und Österreich, wenn jetzt die Merchant Markets richtig große Probleme bekommen und so eine Anarchiezustände dort ausbrechen? Auch das kann man noch nicht hundertprozentig vorhersagen, aber natürlich, es wird, der Export wird benachteiligt sein, es wird zu Flüchtlingswellen kommen und ähnliches. Also, da muss man schon mit einigen rechnen. Nur anzunehmen, schauen wir sich jetzt mal an Südafrika, ja, oder Argentinien oder Mexiko oder Algerien. Oder Irak, Iran, Venezuela. Ja, das sind ja alles Länder, die teilweise auch vom Öl abhängen, die riesen Staatsdefizite fahren, die vorher schon Probleme hatten und die jetzt auch einen Shutdown der Wirtschaft haben. Also muss schon sagen, also ich glaube, da droht noch viel Ungemach. Selbst in Ländern wie Saudi-Arabien, da wird auch irgendwann das Geld knapp oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch dort ist nicht unbegrenzt Geld da. Die haben viele Reserven, aber die schmelzen auch dahin. Die Börsen fallen, der Tourismus ist weg. Die Emirates steht am Boden und das Öl ist auf historischen Tiefständen. Das heißt, für die westliche Welt bedeutet es sicherlich weniger Exporte und tendenziell eben auch politische Unruhen überall. Okay. Und was bedeutet das jetzt für dich jetzt im Buy-and-Hold-Investment-Bereich? Du machst ja nur bei den Immobilien langfristige Anlagen, so wie ich dich kenne, oder handelst du auch ab und zu mal Immobilien kurzfristig? Also ich war am Anfang des Jahres dabei, für einige Leute Fix- und Flip-Deals zu finanzieren. Ja. Das haben wir derzeit umgestellt. Also als Mezzanin-Finanzierung, oder? Nein, Gewinnteilung. Okay. Ich finanziere es und der andere liefert einen Deal, man teilt sich die Gewinne. Das macht derzeit keinen Sinn, weil die Märkte sicherlich jetzt eine Korrektur auch auf den Wohnimmobilienmärkten haben werden. Ich glaube nicht, dass der Markt kollabieren wird. Er wird ja austrocknen die nächsten Monate. Es wird gute Schnäppchen geben und wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wird der Markt sich wieder erholen, weil ja auch die Kaufkraft des Geldes wird weniger werten, das wird mehr Geld dieselben Assets jagen. Aber es wird schon einige Immobilienteile geben, Teile des Immobilienmarkts, die werden schwer getroffen sein. Immobilienentwickler, die zu viel Leverage haben, die werden pleite gehen. Nächstes Thema, alles was so mit überteuerten, möblierten Wohnungen ist, ja. Mit in Berlin für 6.000 Euro im Quadratmeter, mit 35 Euro im Quadratmeter Wohnungsmiete. Vergiss es, weil die ganzen Expats und Manager und Start-up-Gründer, die vielleicht sowas zahlen oder zahlen hätten können in der Vergangenheit, die gibt es nicht mehr. Ja? Normale Wohnungsmieten wird man weiterhin verrechnen können, vielleicht 5-10% weniger, aber da wird sich nicht so viel ändern. Aber diese überteuerten Dinge, Co-Living, das wird alles im Bach runtergehen, in kürzester Zeit. Luxuswohnungen werden ein Problem sein. Büroimmobilien werden ein gröberes Problem haben, aufgrund von 2 Gründen. In einer Rezession ist die Nachfrage nach Büros geringer generell, die Mieten sinken. Jetzt kommen viele Firmen auch drauf, dass Homeoffice ja auch funktioniert und dass man vielleicht
nicht so viel Bürofläche braucht und manches auch zu Hause erledigbar ist und das günstiger und effizienter. Und daher wird auch die Nachfrage nach Büroimmobilien sinken. Und für Handelsflächen, also Retailflächen, wird das oft der Todesstoß. Also da befürchte ich wirklich, dass diese Märkte fast zusammenbrechen, weil jetzt werden sich auch die letzten Leute daran gewöhnen, online einzukaufen, weil sie es ja müssen, weil außerhalb von Lebensmitteln gibt es ja nicht. Da muss ich ja auf Amazon gehen oder zu einem anderen Online-Händler und wir werden sehen, das funktioniert. Und wozu brauche ich dann noch ein Geschäft? Also da sehe ich einen Todesstoß. Logistikimmobilien sehe ich positiv. Die werden sich weiterhin positiv entwickeln, auch in einer Rezession sicherlich einen gewissen Hit bekommen, aber der wird schnell wieder vorbei sein. Und auch Tourismus wird sich erholen, allerdings vielleicht etwas langsamer als geplant. Aber in 5 Jahren wird es trotzdem wieder entsprechende Reisen geben und entsprechend Bedarf. Aber temporär werden natürlich auch Hotels und ähnliches, Airbnb-Vermietung, die derzeit null Umsatz haben, es wird langsam wieder sich in die richtige Richtung bewegen. Der langfristige Trend ist positiv, aber kurzfristig wird es ein paar dürre Jahre überstehen. Okay. Sind deine fixen Flip-Deals, welche du finanziert hast, jetzt schon alle wieder verkauft oder sind die teilweise noch in der Abwicklung? Das war der Beginn. Ich habe ein Angebot, die ersten Deals waren in Planung und wir haben sie jetzt natürlich auf Eis gelegt, weil es keinen Sinn macht. Okay, also keins in der Abwicklung aktuell? Nein. Und ich habe meine knapp 200 Wohneinheiten im Bestand. Die laufen weiterhin, wie sie sind. Die Kredite werden abbezahlt. Und ich bin natürlich jetzt auf der Suche nach Zukäufen. Wenn jemand das günstig zum Verkaufen hat und er Geld braucht, bin ich an attraktiven Deals interessiert. Wir werden auch in Mailand, wenn sich das wieder beruhigt hat, weiter zukaufen. Und werden die Preise vielleicht noch etwas billiger werden. Die Mieten werden vielleicht auch etwas fallen, aber nicht allzu viel. Und dann werde ich halt dort auch, nehmen wir es mal, weiter zukaufen. Also ich habe eh genügend zu tun. Du hast in Mailand schon gekauft dann? Ja, die erste Wohnung, die ist jetzt in Abwicklung, aber das ist ein hässliches, kleines Loch, so wie ich es bezeichne. Ja. Die auch in meinen Events und Seminaren immer Leuten beibringen, wie man hässliche, kleine Löcher kauft. Die Rendite ist attraktiv und Mieten fallen auch in Krisen nicht so schnell. Potenziell gibt es sogar mittelfristig die Chance, wenn die Banken etwas restriktiver bei der Finanzierung von Eigenheimen sind, dass die Leute weniger Geld haben, dass mehr Leute mieten müssen und das würde sogar den Mietmarkt beflügeln. Aber schauen wir mal, kurzfristig sehe ich eher eine leichte Abflachung oder Senkung der Mieten, eine leichte Preiskorrektur nach unten, aber mittelfristig wieder eine Entwicklung im positiven Sinn bei Wohnimmobilien. Was hast du für eine Rendite in Mailand bei deiner Wohnung? Dazu zu sagen, also die Minus- und C-Lagen, die werden alle abstürzen, die braucht niemand mehr. Dort ist ja das Geld abgewandert, wie man in Frankfurt und München und Düsseldorf und auch in den Sekundärstädten wie Hannover und Karlsruhe und Offenbach in Darmstadt nichts mehr bekommen hat zu vernünftigen Preisen, dann ist das Geld abgewandert in irgendwelche Tertiärstädte wie Magdeburg und Frankfurt an der Oder und was alles Mögliche da gekommen ist und Bad Kreuznach oder ähnliches, ja, wo ich oft Fuchs und Katz gute Nacht sagen. Und dort sehen wird allein die, nehmen wir es mal, die Bevölkerungsentwicklung ist dort nicht positiv. In München oder in Frankfurt wird es weiterhin Zuwanderung geben, weil das wirtschaftlich starke Städte sind, auch wenn es dort auch einen gewissen Hit geben wird, vielleicht jetzt mal. Aber in solchen Plätzen, glaube ich, dort jetzt werden sich die Preise nicht mehr holen. Okay. Was hast du für eine Rendite in Mailand bei deiner Wohnung? 7%. Ist die schon vermietet oder musst du die neu vermieten? Die werden wir neu vermieten, aber das wird nicht so schwer sein, weil die Wohnung ist in dem Stadtteil die billigste, die es gibt. Also mit der Miete, die ich gerechnet habe, da gibt es keine billigere am Markt. Okay, also da zieht direkt einer ein dann. Ja, also wenn man das günstigste Angebot hat, wird man jemanden finden, da bin ich mir sicher. Italienische Bank oder deutsche Bank? Eine deutsche oder österreichische Bank? Nein, ich habe eine italienische Bank tatsächlich gefunden. Und ich werde einen Teil über Deutschland über meine deutschen Assets finanzieren, weil deutsche Banken finanzieren keine italienischen Assets, aber ich habe in Deutschland viele Reserven, sodass ich in Deutschland Kredit aufnehmen kann, um damit in Italien die Wohnung zu kaufen oder zu finanzieren. Aber ich werde nur einen Teil in Deutschland machen und einen Teil direkt in Italien finanzieren, weil sollte aus welchem Grund auch immer der Euro auseinanderbrechen, was ich zwar nicht glaube, aber ich never know, will ich da kein großes Exposure haben. Okay, ja. Okay. Das heißt, da will ich, und die italienischen Zinsen sind zwar höher, aber das Risiko nehme ich auf mich und da würde ich eher sagen, 30% vielleicht in Deutschland refinanziert, 70% lokal refinanziert. Vor der Krise hätte ich gesagt 50-50. Jetzt sage ich, der Euro, dass Italien vielleicht rausfliegt oder Probleme bekommt, ist etwas wahrscheinlicher als vorher. Also ich bin immer jemand gerne auf der sicheren Seite. Ich will immer am gedeckten Tisch sitzen und das macht man, wenn man Risiken richtig erkennt und managt.
Okay. Also willst du langfristig Bestand aufbauen und nicht irgendwie Bestandsimmobilien auch mal verkaufen oder so zwischendurch? Wenn jetzt Nein, irgendwie du einen guten Schnitt nur wenn machen ich kannst, behältst du. Problemimmobilien oder wenn jemand absolut Fantasiepreise bezahlt oder nehmen wir es mal so, wenn ich sehr viel kaufe und mal Ja. sage, okay, mein Eigenkapital wieder heraus haben, aber ansonsten bin ich jemand, der das behält und abbezahlt, das ist ein attraktives Investment. Und ich sage mal so, gerade bei meinem jetzigen Bestand ist schon sehr viel abbezahlt. Da freut man sich dann, wenn man jedes Monat schöne Überschüsse hat und wenn man einerseits davon seine Kosten decken kann, dass da schlaft man ruhiger. Und Ja. gleichzeitig, wenn jetzt mal der Mieter nicht bezahlt oder ähnliches, dann fällt mir kein Stein aus der Krone. Ja, und dann löst man das halt durchaus so, dass es passt. Was hast du denn für ein Loan-to-Value im Gesamtportfolio, wo du empfehlen Also kannst? wenn du den Marktwert nimmst, ich meine natürlich jetzt mal noch, ich sage mal so, du kannst noch nicht sagen, wie der Marktwert jetzt nach Corona ist, aber wenn du jetzt sagst, einen banktechnischen Marktwert der Immobilien vor der Krise im Verhältnis zum Kredit wird es ungefähr sein 35% Kredit im Verhältnis zum banktechnischen Marktwert vor der Krise. Okay. Wie gehst du mit der Also wenn Situation um, wenn die... begonnen und die ersten Dinge sind auch schon abbezahlt. Okay, das ist gut. Wie gehst du mit der Situation um, wenn die Banken den Kaufpreis bewerten anstatt den realen Wert? Also die Banken bewerten nicht den Kaufpreis, sondern die Banken bei den Häusern lassen sie sogar tatsächlich manchmal Gutachten Okay. anfertigen. Und ich glaube, ich hab mit meiner Hausbank seit 14 Jahren zusammengearbeitet, die kennen mich, die wissen, was Sache ist. Ja. Die können auch den Frankfurter Markt und das Rhein-Main-Gebiet gut. Und mag man sich über irgendwelche Rundungsdifferenzen diskutieren, aber im Großen und Ganzen weiß jeder ungefähr, was das wert ist, plus minus. Die Schulden sind nicht mehr hoch. Das Verhältnis der Kreditraten zu den Cashflows ist sehr attraktiv. Dadurch, dass die alten Fixzinsbindungen wegfallen und neue günstige Kredite kommen, mal so, ist es noch attraktiver. Das heißt, das Ganze, wenn man es mal so, ist sicherlich ein stabiles Portfolio, an dem wir weiter arbeiten, an dessen Ausbau. Okay. Und wenn jetzt einer hier zuschaut und sagt, hey, ich will dem Investmentpunk eine Immobilie verkaufen, was ist dein Ankaufskriterium? Also was für Kriterien hast du so? Wenn die in einer guten Stadt, in einer mittleren Lage, ich kaufe gern hässliche kleine Löcher, also Einzimmerwohnungen, kleine Zweizimmerwohnungen oder Gebäude, die solche Wohnungen beinhalten, ja, und das möglichst viele, ja, 20-fache Jahresmiete und maximal 3.000 Euro im Quadratmeter. Okay, alles Wenn man klar. 21-fache Jahresmiete ist oder man die Miete noch steigern kann, kann man über manches reden, aber in der Größe. Okay, alles klar, interessant. Gut, Manchmal, dann. wenn man am Hafen ist, würde ich zum Beispiel sagen, wäre attraktiv. Wiesbaden, Mainz, Frankfurt wird natürlich eher schwer, auch jetzt in, nach Corona-Zeiten zu dem Preis zu kaufen. Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Ludwigsburg, Hannover. Also ich bin durchaus interessiert. Heilbronn? Heilbronn kenne ich zu wenig. Das müsste ich mir genauer anschauen. Jetzt kann ich zwar nach Deutschland reisen, also Heilbronn müsste ich mir erst anschauen. Ja, ich meine, die anderen Städte kenne ich. Mhm. Kann ich mir auch immer remote anschauen und wenn mir jemand eine Videobesichtigung macht, kann ich mir im Prinzip schon Entscheidungen mehr oder weniger treffen und die Unterlagen habe. Aber das kann ich in Heilbronn nicht, die Stadt kenne ich zu. Okay, alles klar. Und wenn die Wohnung leer ist, dann rechnest du einfach mit der ortsüblichen Vergleichsmiete oder was nimmst du dann an? Nein, ich schaue auf ImmoScout, was Wohnungen angeboten werden und mache 5% Abschlag. Okay, unabhängig vom Mietendeckel und so. Ja, man muss sich anschauen. In manchen Städten gibt es einen Mietendeckel wie in Berlin. Da muss man aufpassen, deswegen habe ich in Berlin auch nie was gekauft, weil Berlin ist halt, nennen wir es mal, die kommunistische Stadtregierung. Ja. Berlin ist kommunistisch und genauso wie Bremen in diese Richtung ist und dort hat man natürlich schon mit diesen Themen zu kämpfen. Ja? Im anderen Fall, wir verrechnen marktgerechte Mieten, aber wir verrechnen auch keine Fantasiemieten dazu. Okay, alles klar. Welche Gefahren lauern denn auf Investoren, die... Wenn man jetzt vernünftig Mieten verlangt, ja, und ich Ja. habe auch immer den Wind, wenn der Makler sagt, ja, hören, ich habe einen Mieter, der ist seriös, aber der zahlt halt ein bisschen weniger um 30 Euro, dann nehme ich den. Ja. Weil du weniger Stress hast dann auch mit dem wahrscheinlich. Ja, und insgesamt rechnet es sich besser, weil wenn ich einen Mieter habe, der jetzt die höchste Miete zahlt, aber nachher die Miete gar nicht mehr zahlt und die Wohnung versaut und ich muss mühsam rausklagen, ist das ein schlechtes Geschäft. Ja. Wenn ich einen seriösen Mieter habe, der die Miete ordentlich zahlt, dann passt's. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und welche Gefahren lauern denn auf Buy-and-Hold-Investoren? Also wenn jetzt hier ein paar Leute einen Bestand, Immobilienbestand haben
der vermietet es. Welche Gefahren lauern noch für die? Politische Regulierung wie in Berlin. Deutschland. Steuer. Ja, natürlich. Also es gibt mehr Mieter als Vermieter und die Gefahr ist zweifelsohne gegeben und da muss man anschauen, welche rechtlichen Umgehungsmöglichkeiten es gibt, ob man das Gesetz rechtlich zu Fall bringen kann. Was ja bei Berliner Mietendeckel bereits der Fall ist teilweise. Und ansonsten, wie gesagt, muss man schauen, ob man es durch verschiedenste Maßnahmen in irgendeiner Weise halt umgehen kann, auf rechtlich legale Weise. Da braucht man einen guten Anwalt. Und das ist sicher die größte Gefahr. Und bei Leuten, die zu viel Schulden haben, die overleveraged sind mit 100%, 110% Finanzierungen, da sehe ich einerseits die Gefahr, dass sie ihre Kreditraten vielleicht mal nicht mehr bedienen können, weil das kann sich nicht rechnen. Bei den Mietrenditen, die in den letzten Jahren am Markt verfügbar waren und schon gar nicht, wenn es Mietenbegrenzungen gibt oder Reparaturen oder, nehmen wir es mal, Mietmoratorien. Und das Zweite ist, dass die Banken möglichen Nachschuss haben. Also denen wird es sehr schlecht gehen. Leute, die zu viele Schulden haben und überschuldet sind, die werden jetzt in dieser Phase ein Problem bekommen. Denkst du, die Nachschüsse gibt es nur bei Zahlungsausfällen oder auch so? Das hängt von deinem Kreditvertrag ab und von der Bank. Tendenziell ist es natürlich so, dass Volksbanken und Sparkassen hier eher, nennen wir es mal, kulanter sind als größere Banken. Aber am Ende hängt es von deinem Kreditvertrag und von deiner Beziehung zur Bank ab. Aber die Bank kann in den meisten Kreditverträgen, hat sie einen Passus drinnen, mit der Wert der Sicherheit nicht mehr vorhanden ist oder eine ausreichende Besicherung, kann sie mehr Eigenkapital oder Besicherung verlangen. Das heißt, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus gekauft hast für 2 Millionen und 2,3 Millionen finanziert hast, der Wert des Mehrfamilienhauses fällt auf 1,8 Millionen, weil beispielsweise eine Handelsfläche leer ist, die Mieter die Miete stunden, das Umfeld ein bisschen schlechter wird. Ja? Dann kann die Bank sagen, ja, die Sicherheit ist nicht mehr da und schießt sie mal 500.000 nach. Ja klar, das ist auf jeden Fall vorhanden. Dass oder 700.000, wenn man das halt nicht hat, dann kann die Bank die Immobilie zwangsvollstrecken. Und dann kaufst du sie. Ich bin an solchen Deals immer interessiert. Ich helfe den Leuten in der Schule, wenn sie in Zwickmühlen sind, auch. Also ich bin an guten Geschäften bin ich immer interessiert. Ich habe genügend Liquidität und ich freue mich schon auf das Geschäft, auf das Buffet an guten Geschäften, das jetzt serviert wird. Weil es wird üppiger sein als das Partybuffet, was die Leute, wenn wir es mal in der letzten Party genossen haben. Das Dealbuffet an attraktiven Deals wird äußerst fulminant sein. Denkst du, wie 2.8 oder 2.1 hat das ähnliche Ausmaß oder neues Buffet? Stärker noch. Also wenn man sich anschaut, also die Krise dürfte stärker sein als 2008 und 2001, weil schlicht und einfach einen kompletten Shutdown auf globaler Basis in der Form, da muss man schon weit in der Geschichte zurückschauen. Mit Freiheitseinschränkungen, ja, mit Geschäftsschließungen und Schließung des öffentlichen Lebens, also da muss man schon wirklich weit zurückschauen. In Zeiten der Ersten Weltkrieg, aber seitdem gab es das nicht mehr. Denkst du, die Banken halten das aus? Das hat sich auch, wie gesagt, auch die gesundheitlichen Auswirkungen, weiß man auch noch nicht. Ja. Ja. Denkst du, die Banken halten das aus? Aus jetziger Sicht ja, weil die EZB und die Fed, zumindest die Banken der reichen Länder mit Weltwährung, weil die Fed und die EZB ja praktisch unbegrenzte Garantien abgegeben haben. Sie haben gesagt, whatever it takes. Ja. Das heißt, und im Prinzip kann ja die Notenbank die Banken mit Geld versorgen, eigentlich unbegrenzt. Und zusätzlich können die Staaten Hilfspakete schnüren und die Budgetdefizite wieder von der Zentralbank finanzieren lassen, indem die Zentralbank die Staatsanleihen kauft. Finanzierung durch die Notenpresse, so das geht. Mhm. Und das führt nicht einmal zur Hyperinflation, weil eben der Wirtschaftsraum so groß ist. Okay. Und wenn die das die ganze Zeit unterstützend machen, dann werden die Banken auch nicht pleite gehen, denkst du? Für den Fall, dass wir, ich sag mal so, die ganze Welt hofft, dass man da irgendwie durchkommt mit einem blauen Auge. Zumindest in den reichen Staaten der Welt. Ja. Ja. Geht jetzt nicht in Emerging Markets. Aber die ganze Welt hofft, die Finanzmärkte hoffen und jeder Einzelne hofft und die Regierungen hoffen, dass sich das Virus eindämmen lässt oder dass es eben dann dass die Todesfälle überschaubar sind, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und dass die Wirtschaft einigermaßen durchhält mit den ganzen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbank. Sollte das aus irgendeinem Grund sich anders erweisen und vielleicht eine negative Folge von Ereignissen und Fehlentscheidungen passieren, was in solchen Situationen immer sein kann,
nennen wir es mal so, in New York hast plötzlich wirklich einen riesen Anstieg der Todesrate. Die Nationalgarde geht auf die Straße, da ist plötzlich Bürgerkrieg. In Amerika wird der Notstand ausgerufen. Ähnliches, die Börsen kollabieren und plötzlich hast du Anarchie. Mhm. Beispiel. Oder irgendwelche, nennen wir es mal, Staaten wie der Iran oder so gehen pleite und machen dann kriegerische Auseinandersetzungen. Ich meine, da gibt es ja viele Szenarien oder Ähnliches. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass es dann, nehmen wir es mal, Armageddon wird. Also das ist nicht auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich. Also ich halte nichts von den Crash-Propheten, die dauernd davon reden, die Welt bricht zusammen. Genauso wie ein Flugzeugabsturz, da müssen viele Fehlentscheidungen und Pech zusammenspielen. Aber es stürzen Flugzeuge ab, nicht sehr oft. Und dasselbe gilt in dem Fall. Aber ich glaube, wenn das Finanzsystem kollabiert, dann haben wir Armageddon, dann haben wir weltweite Anarchie und vermutlich einen dritten Weltkrieg. Okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist so ähnlich wie bei einem Flugzeugabsturz. Unwahrscheinlich ja, aber unmöglich nein. Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Gerald, für deine Einblicke in deine Investmentwelt. Wenn irgendeiner von euch Zuschauern hier eine Frage hat an Gerald, dann schreib es doch einfach unter das Video vielleicht. Ja, oder ein gutes Geschäft. Wer mir folgen will auf Social Media, Investment Punk auf Instagram, Investment Punk Academy auf YouTube und meine Plattform heißt www.investmentpunk.academy. Wenn ihr gute Deals habt, schickt es mir. Ich bin hochgradig interessiert und zahle auch gute Zuführungsprovisionen und ich wünsche euch vor allem einen ruhigen Kopf und Rationalität in dieser schwierigen, turbulenten Phase, weil eines ist ganz klar, die Leute, die gut arbeiten und solide sind und wirtschaftlich stabil sind, die werden aus der Krise gestärkt herausgehen und vielleicht Geschäfte machen können, die sie so nämlich eben noch nie gesehen haben und vielleicht zukünftig nicht so schnell wieder sehen. Und ich wünsche euch daher gute Geschäfte, Gesundheit und viel Erfolg. Vielen Dank, Gerald, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.